Hallo, ja, diesmal wieder alleine. Elke ist in der Küche und da habe ich ein paar Minuten Zeit, hier mal ein bisschen zu quatschen. Und zwar geht es darum, die Mama hat jemanden kennengelernt. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. Naja, ist auf jeden Fall kein Mann, sondern eine Frau. Heißt Leila, ist 93 Jahre alt und ist total cool drauf. Die war früher Hausärztin und lebt auch in Köln und mit der haben wir uns dann heute auch getroffen im Eiscafé in Köln. Und die hat was ganz Schlaues gesagt. Also was weiß ich weiß nicht, ob das schlau ist. Auf jeden Fall muss ich halt mit euch teilen, weil vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen mit. Und zwar hat die gesagt, man sollte im Alter mal einen Hörtest machen, weil ein Hörgerät gut ist, weil ein Hörgerät direkt an die Nerven vom Kopf, also wenn ein Hörgerät drin ist, ist er direkt in den bei den Nerven vom Kopf. Und es kann sein, dass, boah, langsam, dass wenn man schlecht hört, das angenommen werden kann, dass man Demenz hat. Und das könnte man damit verhindern. Also, ich finde das eine klasse Sache. Ich habe auch mit der Mama direkt darüber gesprochen. Wir sind uns auch einig. Wir machen einen Hörtest in so einem Hörakustikladen und gucken mal, ja, ich sag mal so, wenn sie schlecht hört, kann sie sich auch schlecht unterhalten. Also in meinen Augen wird das Sinn machen. Ob das jetzt wirklich so ist, ich bin kein Fachmann, ne? Aber ich habe ja immer gesagt, ich versuche das Beste aus der Mama rauszuholen und wenn es wirklich ist, dass die ein Hörgerät braucht und dadurch noch ein bisschen so einen kleinen Tick nach vorne macht, ja, dann ist doch alles super. Oder Elke? Was meinst du? Ja. Ich meine, viele ältere Leute hören das. Es gibt auch junge Leute, die schon schlecht hören. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mit den Ohren zusammenhängt, aber Ohren haben ja auch viel mit dem Gleichgewicht zu tun und so weiter. Ja, aber wenn du doch schlecht hörst, kannst du dich auch schlecht unterhalten. Du hast mal gesagt, deine Mutter hat einen Links- oder einen Rechtsdrall, ne? Die hat einen Rechtsdrall. Wie Kann spielt ja denn auch jetzt sein, noch? dass das mit den Ohren zu tun hat. Ich weiß es ja nicht. Wir wissen alle nicht. Ich, vielleicht, vielleicht habt ihr Erfahrung damit. Ich habe keine. Ich versuche einfach nur immer das Beste. Das habe ich gesagt. Ich hole das Beste aus ihr raus. Und ich meine, zu einem Akustikladen zu fahren, ist ein Klacks. Da holst du dir einen Termin, machst einen Hörtest. So, wenn die dann feststellen, okay, da ist irgendwo was, dann kommt einer vorbei. Das hatte ich nämlich mit meinem Papa nämlich kurz vor seinem Tod auch noch gemacht. Der sollte auch ein Hörgerät kriegen. Habt ihr doch schon bestellt, Wir ja? hatten das auch bestellt, mussten aber abbestellen, weil er verstorben ist. Der Arme. Ja, dann kommt nämlich einer vorbei, der misst dein Ohr aus, macht so einen Abdruck und so was alles. Und dann kriegst du dann zwei Hörgeräte angeboten. Eins wird bezahlt die Krankenkasse und eins, das ist dann ein bisschen kleiner oder besser. Da bezahlst du dann deine, sag ich mal, 500 € obendrauf. Allerdings bekommst du beide Hörgeräte dahingelegt zum Testen. Und wenn dir das eine gut passt und von dem Klang her ist es gut, musst du nicht unbedingt noch eins kaufen, was teurer ist. Also das kannst du dann selber entscheiden. Je kleiner das Hörgerät, desto teurer ist es, ne? Ja, aber die von der Krankenkasse waren auch nicht sehr groß. Also man muss wirklich aufpassen. Man muss dann wirklich beide mal anziehen und sagen, mit dem höre ich besser, mit dem höre ich besser. Ohne dass du weißt, welche Seite teurer ist. Weißt du, was ich meine? Geht ja darum, dass du gut hören kannst. Ich hatte schon immer das Gefühl, du hörst schlecht, aber du hast ja nur das gemacht zuletzt beim Lernen, ne? Der hat den Ohren reingeguckt, Der ne? hat in meine Ohren reingeguckt und hat gesagt, ist alles in Ordnung. Ja. Okay, Leute, dann wollte ich euch nur sagen, also wenn ihr eine Erfahrung habt, gerne in die Kommentare, würde ich mich darüber freuen. Vielleicht bringt was, vielleicht eröffne ich jemandem damit auch eine Tür, der sagt, ey, das könnte bei meiner Mutter, Vater, wie auch immer auch sein und wir müssen zusammenhalten. Und wir sind alle keine Ärzte. Okay, in diesem Ich Sinne. wollte schon alles sehen, was ich koche, aber hier gibt es heute nichts Besonderes. Ach so, warte, ich kann da mal drehen. Gibt es nur Rührei. Heute gibt es Rührei mit Schinken. Warte, sind nachher noch bei Tamara und Marco. Und dann Ja. bestellen wir richtiges Essen. Also ist ja auch richtiges Essen. Aber ich hatte jetzt so einen Hunger. Ich muss jetzt mal irgendwie was. Ja, Rührei geht immer. Rührei mit einem lecker Toast geht immer.
Okay. Schönen Samstag. Tschüss. Tschüss. Läuft das noch? Ja. Tschüss.